Oblivion, 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 ich habe dich vermisst. Ja, ich habe Oblivion wirklich vermisst. Jetzt nach der Woche Battlefield, ich muss sagen, langsam geht mir Battlefield ein klein wenig auf die Eier. Was haben wir hier für eine Höhle? Kapsteinhöhle. Nein, ich mag nicht. Ja, Battlefield, es wird sich bald einem Ende neigen, habe ich so das Gefühl. Oh, was haben wir hier denn? Kaiserlicher Legionsförster. Da ist wohl jemand gestorben, als er Bäume pflanzen wollte. Na gut, dann beschlagnahme ich mal deine Pfeile. Oh, scheiße. Ach, stimmt, wir haben uns hier... Ach, ich muss mir wieder alles in Erinnerung rufen. Wir waren ja gerade eben im Oblivion-Tor und haben uns ordentlich schwer beladen, weil wir den ganzen Kram da eingesammelt haben. Ja, ein der drei Herz können wir mal entbehren. Liegt einfach mal ein Herz neben dem Kerl. So, was... Oh, da haben wir noch irgendwas rumliegen. Was geht hier ab? Ich war nicht dabei und hier hat irgendein Fight stattgefunden. Und sie sieht ja auch sehr elegant aus. La! So eine Balletttänzerin. Oh, den Dietrich nehme ich mal mit. Die Stahlpfeile. Scheiße, ich bin schon wieder zu schwer. Haben wir noch irgendeinen Müll, den wir hier ablegen könnten? Vielleicht ein bisschen, bitte? Gleich irgendeinen mülligen Trank, den ich sowieso nie benutzen werde. Hier, nehmen wir mal einen billigeren Trank. Chamäleon 15%, braucht kein Schwein. Okay, das sollte reichen. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Und ich will es auch nicht herausfordern und hier Ewigkeiten am Weg entlang laufen und irgendwelche Leichen leer looten. Aber dann wollen wir mal zum Marktviertel die ganze Scheiße raushauen. Ich meine natürlich die ganzen Gegenstände, die wir eingesammelt haben. Ja, bei meiner letzten vor Müdigkeit geprägten Aufnahme, passend zum Neujahr. Irgendwie habe ich mich die letzten Tage schon super geil drauf gefreut, endlich wieder Oblivion zocken zu können. Keine Ahnung wieso, aber ich habe mich schon die ganze Zeit gefreut. Ich habe irgendwie Bock gehabt, die Dunkle Bruderschaft weiterzumachen. Und Oblivion hat einfach so schön viel Atmosphäre und da kann man... Einige Leute finden es langweilig, das weiß ich auch. Aber irgendwie, das hat mehr als Battlefield. Battlefield scheint mir irgendwie vor allem in den letzten Missionen und den letzten Minuten, in denen ich es gespielt habe... Die beste Ruhe. Nicht so pfiffig, kaputte Ausrüstung. Last der Arroganz kann ich selbst reparieren. Ah, und ich hatte mir letztens sogar noch etwas vorgenommen für meine Videos, für meine Kommentare. Und, ach kacke, das war auch verzaubert. Okay. Die beste, wenn der Und zwar, jetzt habe ich es gerade eben schon wieder getan, das, was ich Seht mir eigentlich... Seht euch meine Waren an. Ruhe. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Ich möchte nett sein und dir nicht dazwischen reden. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, ab jetzt meine Kommentare etwas durchgängiger zu sprechen. Manchmal setze ich ja irgendwelche Sätze an und breche sie mittendrin ab, wenn ich plötzlich irgendwas anderes in der Welt finde oder entdecke. Und das will ich demnächst mal lernen. Das ist ein echtes Schnäppchen. Was, das ist ein echtes Schnäppchen? Dann müssen wir noch etwas draufsetzen. Jetzt habe ich es gerade eben schon wieder getan. Den Preis kann ich... Ja, ich will meine Sätze nicht mehr so oft abbrechen. Ein exzellentes Geschäft. Ich weiß nicht, ob euch das schon überhaupt aufgefallen ist, aber mir persönlich ist das vor allem aufgefallen, wenn ich meine eigenen Let's Plays... Das ist ein echtes Schnäppchen. Ruhe. Meine eigenen Let's Plays anschaue. Und? Dann auch fällt mir das extrem oft auf, dass ich meine Sätze unterbreche. Gut, genug dazu. Dann habe ich noch ein bisschen was geguckt
zur Magiergilde. Und zwar habe ich mich ja in einem der vorherigen Videos, ich weiß nicht mal, wie lange das her ist, vor 4 Videos oder so, habe ich mich entschlossen... Na Quatsch, ich habe nichts entschlossen. Ich wollte euch zeigen, wie ich einen Edelstein verzauber. Moment, diesen Federring können wir wieder eigentlich vorerst mal ausziehen. Moment, was brauchen wir noch alles? Tränke? Jetzt habe ich es schon wieder getan, mit den Sätzen unterbrechen. Unmöglich. Ja, das mit dem Gegenstände verzaubern wollte ich euch eigentlich bei Oblivion zeigen und mir selbst auch eventuell ein paar nette Sachen verzaubern. Ich habe... Aber das Problem an der Sache ist, ich habe die besten Waren, dass man, wenn man, Sachen verzaubern will... Oh, die hat wieder viel Zeug. Dann muss man erstmal vollständig in die Magiergilde aufgenommen werden. Und das geht nur, wenn man die Empfehlungen holt. Und naja, vielleicht werde ich das mal machen. Also zumindest mal so die ersten Missionen der Magiergilde machen, dass ich aufgenommen werde und zumindest mal meine Sachen verzaubern kann. Ein gutes Geschäft. Weil ich denke, das ist mal das Wichtigste. Das sollte jeder machen. Selbst die Leute, die die Magiergilde, jetzt nicht so ein großer Fan von der Magiergilde sind, könnten sich trotzdem, also ich würde auf jeden Fall mal vorschlagen, die Empfehlungen zu machen, damit man reinkommt und zumindest mal Sachen verzaubern kann. Das ist mal extrem praktisch. Und ja, die vergifteten Äpfel habe ich hier immer noch bei mir. Könnten wir eigentlich auch schon verkaufen, warum nicht? Sind schön viel wert. Lebt wohl. Auch wenn ich mich etwas wundere, dass ein stinknormaler Händler einfach mal so meine vergifteten Äpfel kauft. Ich meine, ich will sie nicht verurteilen, ich will mir keine Meinung bilden, ich will gar nicht erst wissen, was sie mit den Äpfeln machen kann, aber... oder machen will. Ihr seid ein... Ich lasse sie einfach mal damit rumspielen. Und vor allem möchte ich von der Magiergilde den Anfang so ein bisschen machen, damit ich verzaubern kann für... Für was? Ach ja, für Amulette und Ringe. Das finde ich nämlich extrem praktisch zum Verzaubern. Da kann man sich ganz praktische Sachen machen lassen. Falls ich es denn noch überhaupt richtig in Erinnerung habe, dass man sich Amulette und Ringe bei der Magiergilde verzaubern lassen kann. Oder ob das nur Rüstungen und Schwerter und Waffen waren. Aber wahrscheinlich wird mir irgendjemand wieder in den Comments aushelfen. Fände ich sehr nett. Ich habe es nämlich jetzt gerade ein bisschen vergessen, was man da nochmal alles verzaubern kann. Und falls mir niemand darauf antwortet, werde ich das einfach selbst herausfinden. Aber gut. Und hopp. Ja. Fast. Bald ist es soweit. Bald können wir auf dieses Haus springen. Noch ein paar Akrobatikpunkte. Und ein bisschen weniger Gewicht. So, hier haben wir unsere Reagenzien. Diese ganzen Dädra-Herzen, 2 Kilo so ein Ding. Das wiegt doch mal ordentlich. So, dann wollte ich noch irgendwas ablegen. Ach ja. Und zwar das Erinnerungsstück dafür kann man zwar nicht wirklich mit der dunklen Bruderschaft assoziieren, finde ich, aber ich leg's mal trotzdem ab für die dunkle Bruderschaft. Dafür, dass wir die fertig gemacht haben, dieses eine Kurzschwert, was wir von der der Katze gesammelt haben. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe euch mein Haus jetzt noch gar nicht gezeigt, oder? Soweit ich noch weiß, habe ich in meiner letzten Aufnahme bei diesem Neujahrs-Special, gut, so special war es jetzt auch nicht, aber da habe ich ja erwähnt, dass ich mittlerweile alles für mein Haus gekauft habe und ich glaube es euch noch nicht gezeigt zu haben, aber jetzt könnt ihr es mal sehen. Ja, so sieht das einfache, verranzte, vollständig ausgerüstete Kaiserstadthaus aus. Ein Bettchen, das hatten wir schon, ein paar Stühle um diesen kleinen Kamin. Ist der Kamin eigentlich nach oben hin offen? Kann mich nicht genug ducken, um das zu sehen. Ja, was ist noch dazugekommen? Hier so ein kleiner Schrank, hier ein Regal. Und ja. Hier war noch ein Teller und noch ein bisschen Besteck gespawnt, aber... Das Lustige war, hier waren
diesen Silberteller und den Silberkram hatte ich ja hier schon vorher hingelegt. Da wart ihr ja dabei, als ich das hier ein bisschen bei mir eingerichtet habe. Und der Holzteller ist direkt unter dem Silberteller gespawnt. Das heißt, ich bin hier reingekommen und dann lag das schon so da. Na gut, dann ist es eben ein kleiner Unterteller. So, so viel dazu. Dann, jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit vergessen. Und zwar im Marktviertel. Ich wollte mal schauen... Ach Moment, was für ein Level bin ich denn eigentlich? Ich bin Level 8. Wenn ich das jetzt richtig letztens gelesen habe, ich weiß es nicht mehr genau, ab Level 9 oder 10 eine Münze für werde ich die nächstbesten Bögen finden oder allgemein die nächstbeste Ausrüstung. Müsste Elfenausrüstung sein. Und sobald ich sowas in die Finger bekomme, werde ich den neuen Oblivionstein, den neuen Siegelstein aus Oblivion auf diesen Bogen zaubern. Damit wir nochmal wieder eine ordentliche Waffe haben. Ich hoffe mal auch, dass die Aufladungen wieder schön hoch sein werden. Willkommen im... Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? So, dann schaue ich hier nochmal kurz vorbei. Aber sie hat wie erwartet nur eiserne Bögen. Das möchte ich nicht. Auf Wiedersehen. Das ist mir nicht gut genug. Aber na gut, ich denke, es wird wieder Zeit, dass wir uns ein bisschen an die Quest ranmachen der Dunklen Bruderschaft. Die hatten wir letztens beendet. Jedes Mitglied wurde getötet von der Familie. Ich muss meine Belohnung und den nächsten Auftrag am Übergabepunkt abholen, der sich im Steinbrunnen des Schlosshofes von Schloss Skingrad befindet. Dann wollen wir mal zum Schlosshof. Und uns hoffentlich die nächste Quest einsammeln. Unsere Belohnung abholen. Ich fürchte nur leider, dass wir ab jetzt keine super tollen Belohnungen mehr kriegen, außer Gold. Na, jetzt hat er mich draußen gespawnt. Weil letztes Mal haben wir in diesem kleinen Beutel 500 Münzen bekommen, aber kein Schwert oder irgendwas Cooles. Ah ja, 500 Gold. Und der nächste Auftrag. Ich habe meine Belohnung abgeholt und meinen nächsten Auftrag erhalten. Quest angefügt. Ich habe meinen nächsten Auftrag am Übergabepunkt im Brunnen von Schloss Kringrad abgeholt. Khaji töten in Bruma. Meister des unbewaffneten Kampfes wird sich als starker Gegner erweisen. Also scheinbar keine besondere Quest. Aber ich möchte nochmal den Auftrag hier richtig lesen und nicht nur die Questbeschreibung, denn das hat mehr Stil. Seid ihr bereit, euch die Hände schmutzig zu machen, Ruhigsteller? Euer nächstes Ziel ist ein reisender Khajiit-Kaufmann namens Jugaster, der sich derzeit ein Haus in der Stadt Bruma gemietet hat. In seiner Heimat Elsevier ist Jugaster ein hochrespektierter Händler, doch seine Geschäfte zwingen ihn häufig zu sehr weiten Reisen. Und da liegt das Problem. Jugasters Ehefrauen geben sich keinen Illusionen mehr über die wiederholte, ausgedehnte Abwesenheit ihres Gatten hin und wünschen, den Harem aufzulösen. Und so haben sie sich um Hilfe an die Dunkle Bruderschaft gewandt. Reist nach Bruma, findet Jugaster in seinem Haus und tötet ihn. Denkt jedoch daran, dass Jugaster, da er allein in die entlegensten Gegenden des Kaiserreichs reisen muss, gelernt hat, sich zu verteidigen. Er ist ein Meister des unbewaffneten Kampfes und das Töten ist ihm nicht unbekannt. Wenn das Ziel eliminiert ist, findet ihr euren nächsten Übergabepunkt in einer morschen Kiste unter der alten Brücke, unmittelbar südlich der Kaiserstadt. Die Kiste wird euren Lohn für den Mord an Jugaster enthalten, sowie Informationen zu eurem nächsten Vertrag. Alles klar.